Haben die denselben Live-Pool? Ich glaube schon, ja. Sind nicht nice. Welche zwei sind dann gerade aktiv? Ja, ich hab mal die hier. So, sie, viel näher zusammen. So weicht dem Seelen-Dingens aus. Wir kriegen als nächstes Amantul, ja? Das sind die Unfocus-Ads. Wir können die noch näher zusammen. So, jetzt kommen gleich die Blades, den wir ausweichen, von der Schattenfrau. Säbel ausweichen, ist wie bei Halls of Valor, ja. Genau die gleiche Geschichte, nur bewegt sich ein bisschen anders. Wir wechseln die Bosse. So, gleich kommt die Ulti. Also Focused Ads um. Ah, die Schattenblades habe ich nicht angesagt. Okay. Säbel ausweichen, Mitte. So, let's go auf die Ad. Wo sind sie? Killt die Ads. Ja, sehr schön. Es wird im AC nicht klappen. Im AC werden wir eins aussuchen. Und das Fokus. Und danach das nächste. Im AC werden wir nicht alle gleichzeitig. Jetzt sammeln. So, Schattenklingen ausweichen. Guckt, wo sie spawnen und weicht. So, gleich kommt Dima dazu. So, als nächstes kriegen wir auch Kazganoth. Das ist, das ist der Feuerflammenwerfer. Weicht dem Säbel aus. Und Shadowblade. Och Leute. Von Chris sterbt ihr denn? Ja, der Säbel fliegt durchs Melee-Camp und sterben halt zwei Leute. Jetzt gleich aus der Mitte raus. Gleich. Ja, Ulti kommt, geht aus der Mitte raus. So, jetzt kommen die Ads und geht die Ads. Macht Mitte frei. Ja, sterben erstmal Leute. Pretz mal bitte. Soll ich hanken? Ja, du kannst anken und Sam bitte. Und ja, lass mal den letzten nochmal über. Shadowblades. Enjoy my icy caress. Kommt die Dima gar nicht im NHC oder was? Ja, doch, da ist sie ja. So, die macht das jetzt die Frostkollegin. Heal Absorber, na, er ist schon weg. Ist weg. Wir wechseln. Das für ein, was ist das für ein Debuff, den wir haben? Das normal ist einfach ticken damit. Achso. Ja, erhöhter Schaden vorne. Heal Absorber ja. Noch wegmachen. Ah ja. Ah, ist gar kein Ticking damit. Das wechselt sich ab, wenn die Ads da waren, haben wir was anderes. Ah, okay. Ach so, das ja, das wird mit jeder Ulti weggemacht. So, Norganon, das sind die Old Man Ads, glaube ich. Ja, die nicht berühren. Niemals berühren die Dinger. Und Shadowblades noch ausweichen. Aufpassen, Milis. Einfach kiten, C10 slowen. Oder in andere Spieler rein knockbacken, wenn man sie trollen will. Ich
ja, und so Tunnels bilden und einfach irgendwie dazwischen laufen. Die kriegen keinen Schaden, die Ads. Noch 12 Sekunden. Einfach weiter auf die Bosse. Auch nicht berühren, die Dinger. Und killt jetzt einfach einen Hit drauf machen, dann verschwinden. Wir haben noch kein HT gezündet, ne? Oder kommt ja, das später? Können wir das mal machen, ja. Aber so stehen die geil, so kann man auf die cleaven, ne? Warum soll man die denn überhaupt auseinandertanken? Das habe ich nirgendwo gelesen. Werden die immun, wenn die zu nah stehen. Wenn die zu nah stehen, werden die lila. Also ich mach bestimmt. Also damit ich cleaven kann, müssen die echt perfekt stehen. So ist gut, weil so springt sogar Kettenblitz über. Ja, so springt sogar meine Lanze über. Das ja, macht extrem viel aus. Immerhin. Also wenn ihr Tanks das konstant hinbekommt, ist das mega nice. Wäre das sehr, sehr effektiv. Kann man ganz andere Talente spielen, wenn man so macht. Shadowblades Ausweich. Ja, das ist das, was passiert, wenn sie zu nah sind. Jetzt müssen sie halt wieder noch auseinandergezogen werden, okay. Jetzt 2 Meter Range, 2 Meter Range, Focus Boss, Pass auf die Ads. 2 Meter Range jeder bitte. Okay, Heal Absorb ist das. Ihr müsst den Heal Absorb wegmachen. Ist keiner da. Ja, weil wir alle gestunt sind. Ist noch 2 Battle Rests. Nein, ist kein Heal Absorb da. Ja, retzt irgendwas. Spielt keine Rolle. Sam und Nashal von mir. Ne, Sam war schon. Nashal und Kiritai. RIP Sam. Eventuell keine gute Idee zu retten in dem Moment, wo man nicht 2 Meter nah beieinander stehen darf. Dabei bin ich sofort weggegangen. Easy. Lost Buff. The souls of the Pantheon are free.